die EBSD-analyse brauchen wir Flamingo. Das ist das Programm hier. Zweimal draufklicken. Und hier gibt es verschiedene Profile, die man machen kann. Ich mache jetzt einfach diese GeoHull. Macht man OK. Aber es gibt auch andere Profile für Diamant oder Kalzit oder Peridotit. Wenn es hier een Fehler gibt, dan kan man ook. Dat kan die computer mag man neu starten. Es gibt manchmal een Fehler, maar dan mag man een neu starten. Oké, dat is jetzt het programma Flamingo. Hier hebben we Imaging, Setup, Interactive en Automatic. We fangen aan met Imaging. Dat is jetzt selectiert. Ganz wichtig is am Anfang, is dat man Read macht, zodat die Magnification hier ook overeenstimmt met wat we hebben aan REM. Das ist jetzt hier auf 900 und am REM 100. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man zuerst Read hier macht, sodass die Maßstab, der Maßstab auch stimmt. Dann machen wir hier ein Image. Und dann macht man diese Snowflake, diese. Dann hört es auf mit Scannen am Ende das Bild. Jetzt haben wir ein Bild von der Granat und der Quarz. Dann gehen wir jetzt zu Calibration. Und wir sagen hier Load Calibration. Es gibt hier vier verschiedene Dateien für die Calibration. Zwei für die Working Distance bei 17 und zwei für 20. Wir sind jetzt auf 21 mm, das heißt wir sollen dann die 20 benutzen. Und die Detector ist 1,76 eingefahren. Man kann noch ein bisschen weiter fahren mit der Kamera, bis 1,78,5. Aber jetzt nehmen wir dann diese Calibration File. Man kann einfach zweimal draufklicken und dann ist das kalibriert. Unter View können wir unsere Mineralien loaden. Das ist dann unter Match Units. Hier gibt es jetzt Calcite, das brauchen wir nicht. Ich klicke da einmal drauf auf Calcite und mache hier Remove. Und man kann dann andere Phasen dazu machen. Ich benutze normalerweise diese HKL Phases. Die hat jetzt viele Mineralien. Man kann aber auch American Mineralogist, die hat noch viel mehr. Auch mehrere von einem Mineral zum Beispiel hier. Man kann dan immer hier rechts schauen, was das bedeutet. Was für die, was die Unit Cell sind und was für chemische Zusammensetzung. Aber für jetzt brauche ich einfach die Granat. Hier ist das. Ja, und auch der Quarz. Oké, dan heb ik jetzt de granaat en een kwarts en dan kan ik dat weer hier sluiten. Oké. We hebben jetzt die mineralien en die calibration gemacht. Dan gaan we jetzt naar setup. Hier ziet man aan dat scherm, dat is wat de camera jetzt ziet. Hier ziet man een scratch, dat is gehoord hier te zijn. Man kan dan hier naar live EBSP. Hier heeft man timing per frame en je kan unten number of frames. Voor die calibration en voor die hand, voor die interactive, voor die analyse, braucht man sommige dat over 10 hebben ongeveer en dat over 10. Dan geven we dit in de camera en maken we hier een background. Dat zal man jedes Mal machen, wenn man die timing per frame of die number of frames ändert. We maken jetzt een background. Goed, jetzt gibt es keine Rauschen hier in beeld. En dan kunnen we jetzt schon naar de dritte schritt, dat is interactive. Dan ga je jetzt naar Frozen SEM Image. Man hat dan das beeld.
En dan kan man hier met de groene kruis dat aanklikken. Spot mode. En man bekommt dan deze groene kruis. En die kan man irgendwie irgendwo hin klikken. Live IB spielen is het beeld van de camera. Ik mag maar twee maal met de linker mouse tasten, licht eraf. Zodat man dan ook dat beeld ziet van de camera. Hier ziet man dan die Kikuchi patterns. Man ziet hier zo'n bijspel dat de granaat een oriëntering had. Maar goed, we hebben jetzt dat beeld. Dan kan man hier door dat menu gaan. Hier mag man position beam, snap EBSP. Dan had man dat beeld van de camera. Dan mag man detect bands. Dat zit hier open. Dan ziet u die bender die dat programma erkennen kan. Hier is dat jetzt eingesteld, immer 5, tussen 5 en 7 bender mag er. En dat is jetzt de half resolution, dat is jetzt auf 70. Man kan dan daarna, wenn die bender detecteerd zijn, op index drukken. Want hier ziet man dan die lösung. Dat is jetzt Pyrope, dat is goed, dat is die granaat. MAD-nummer, dus de mean angular deviation, die zal weniger als 1 zijn, dat is dus jetzt al. Want hij had 7 bender detecteerd. Dat is juist een goede pattern. Wanneer het zo onder 0.5 is, kan man nog een extra calibration maken. Dan kijkt man weer naar calibration hier. Naar projection parameters. Man zal alle drie deze aan selecteren. En dan mag man refine. Want man ziet jetzt voorin waar zo'n 0.4, jetzt is het nog kleiner geworden, deze mean angular deviation, dat is jetzt over 0.251. En dan zegt man oké. Okay. Dat heißt, wenn die calibration, wenn das, die working distance niet genau 20 is, daar bij 21 of 19, dan kan man deze extra calibrering maken. Zo, man braucht dan een goede pattern en mag dan nog deze projection parameters om das, die calibration nog besser te maken. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Frozen SEM Image. Und dann kannst du ein paar Punkte nochmal ausprobieren. Zum Beispiel hier. Position Beam Reader, Snap EBSP, Detect Bands, Index. Das hat jetzt nicht geklappt. Das ist dann vielleicht eine Phase, die nicht in diese Match Units ist. Versuch nochmal eine. Diese zum Beispiel. Wieder position beam, snap EBSP, detect band, index. Nogmaals de granaat, position beam, snap, detect band, index. De granaat ging goed. Verzoek nogmaals hier een punt. Position beam, snap EBSP, detect band, index. Dit is dus kwarts. Ook met een goede MAD-number, 7 bender. Wenn man dat jetzt speicheren wil, kan man hier ook op save results. Dat is wenn man dan manueel alles mist, dat kan. Dan zegt du save en dan kan man een projectnaam eraan geven. En dat is jetzt einfach test. Dan moest man dan spijgeren. We hebben dan jetzt zo'n buildgate, ziet man hier één punt die we gemessen hebben. En dat is hier dan ook zo gespijgerd. Niet als beeld daartoe, om te waar die punten zijn. Het geeft me af de granaat. Kan dan weer position beam, snap EBSP, detect bands, index en save results. En dan had man jetzt 2 punten. Dus kan man dan machen, wenn die korngröße ganz groß ist, wenn man einfach Punkte setzen will und keine Mapping machen möchte. Oder man will zum Beispiel wissen, was für Phasen das ist, dann kann man das auch so machen. Okay, jetzt mach ich mal auf Stop. Und dann mache ich jetzt Save and Close Interactive Project. Das ist jetzt diese 2 Punkte, die er dann speichert. Dann fragt er noch, bist du dir sicher? Sagt man yes. Und dann ist das gespeichert.